Leute, wir starten den heutigen Shorts-Tag mit der eine Freund, der nie pünktlich ist. Ich hasse es. Um genau 15 Uhr dann draußen. Ja, um 15 Uhr passt. Okay, gut. Wo ist er? Es ist schon 15 Uhr. Ey, das ist auch eine Sache des Respekts. Ich sage euch das. Mann, hey, Bro, bin da. Bro, du kommst immer zu spät. Sorry, kommt nicht nochmal vor. Das ist eine Lüge. Ey, Bro, lass heute wieder. Ja, um wie viel Uhr? Machen wir wieder um 15 Uhr. Ja, passt. Ah ja, diesmal komme ich wirklich nicht zu spät. Versprochen. Ich aber schon. Ich werde mit Absicht zu spät kommen, damit er endlich weiß, wie... Ja, weil er dann kommt dann doppelt zu spät. ...sich das Warten draußen anfühlt. Ja. Oh, sorry, Bro, für die Verspätung. Ich hoffe, es war nicht schlimm für dich. Bro? Ja? Ey, Bro, sorry, ich verspäte mich ein wenig. Ich bin schon auf dem Weg, okay? Okay? Ah! Um genau 15... Ja, wie gesagt, das ist doch disrespectful. Ich meine, jeder kommt mal zu spät. Verstehe ich vollkommen. Aber wenn man immer zu spät kommt... Bin ich ein Wettrennen mit dem Bus? Oh, was? Bis zur nächsten Haltestelle? Die Strecke zwischen beiden Stops ist eine perfekte Gerade von 250 Metern. Der Bus kann er gewinnen. Je nachdem, wie viele Leute einsteigen, weißt du? Normalerweise etwa eine Minute. Hoffentlich Zeit genug, um ihn abzuziehen. Also habe ich meine alten Knochen vorgedehnt und einen persönlichen Rekord in Liegestützen aufgestellt. Dann kam auch schon mein Gegner in Form eines Busses. Jetzt muss ich nur noch mental an den richtigen Ort und schon kann es losgehen. Auf den ersten Metern war ich schnell wie der Wind. Okay, noch läuft gut. Noch läuft gut. Doch dann kam direkt das erste Hindernis. Drei gestandene Männer blockieren den Weg. Sorry, Jungs. Und ein Blick nach hinten hat verraten, der Bus drückt ordentlich aufs Gas. Ich holte alles aus mir raus. Ich habe auf dem Weg sogar eine Maschine in Form eines Fahrrads wie ein Gepard überholt. Entschuldigung, Fahrradfahrerin. Der Busfahrer muss einen Bleifuß haben, denn in dem Moment überholt mich die Höllenmaschine, aber das Ziel ist nicht mehr weit. Du hast das schaffen. Ist vielleicht rot. Und gerade als die Türen schließen wollten, konnte ich noch reinhuschen. Wenn ihr wollt, dass wir das auch... In aber hat er jetzt verloren oder gewonnen? Weil an sich war er ja zwei da. Er ist nur noch mal reingekommen. U-Bahn machen, dann schreib's in die Kommentare. Ich habe das mal mit in New York gesehen. Mit so einer U-Bahn. Da ist auch einer. Aber der ist übertrieben gesprintet. Ach, wieder der Hund. Das kann ich mir nicht angucken. Der führt eine bessere Maniküre als Paletto. Ich habe immer meinen Nagelknipser. Ich habe nicht so eine Feile. Dieses Video endet, sobald ich eine Challenge nicht schaffe. Ein Backflip von einem Bein. Schafft er easy. Ja, ein 10 Sekunden Handstand. Schafft er auch locker. Doch. Ein 360. Ich glaube, ja doch, beim Backflip wäre schon Ende. Mit meinem Kendama. Ein Rad auf dem Baumstamm. Denkt dran, nicht nachmachen, Leute. Warum? Ein Superhelden-Backflip. Warte, was ist ein Superhelden-Backflip? Geil. Nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Ein Bottle-Flip. Schafft er nicht. Bottle-Flip ist aber auch mies. Das hat dann ja auch nichts sozusagen mit seinen krassen Stunts zu tun. 14-Jährige hat LED-Wimpern am Auge. Aber es gibt... Ja, wenn sie Bock drauf hat. Ein Problem. Ich bin auf der Geburtstagsparty meiner Freundin eingeladen. Und ich wollte so tolle LED-Lashes dran machen. Die Ärztin dachte... Oh nein, die kleben fest. Sie sich auch nur. Ey, yo, what the fuck? Aber sie hat das nicht mit Wimpernklebern gemacht, sondern... Oh nein, sie hat's mit... Ah, warte, das ist doch Klinik am Südring. Das ist doch wieder nicht echt, oder? Wimpernkleber, hat das nicht funktioniert. Dann habe ich mir den Sekundenkleber... GG. ...geholt und habe das damit festgemacht. Wo ist denn die Batterie, damit das blinkt? Also das muss ja... Es gibt doch nicht so eine kleine Batterie, oder? Was für Sekundenkleber? Das ist ja schon fast so eine gute Idee wie die Klimakleber, die sich auf die Straße kleben. Und was sagt die Ärztin dazu? Mit Sekundenkleber? Ja. Oh Gott, das sollte man aber nicht machen. Gib dir erstmal Anschiss. Nase drauf gemacht. Können Sie bitte wegen dem Make-up aufpassen? Und sonst hat sie aber gerade keine anderen Probleme. Beeilen Sie sich bitte, ich muss noch auf diese Party. Mach jetzt schneller, sie muss noch zur Party. Diese Party ist echt wichtig. Deine Augen sind, glaube ich, wichtiger. Also das Make-up muss mal runterbleiben. Eieiei, das macht den ganzen Tag kaputt, kein Make-up. Also heute mindestens. Wie traurig und geschockt sie guckt, weil das Make-up weg muss. Hello darkness, my old... Ja, die muss auf die Party. Wie bewirbt man sich eigentlich auf so eine Show? Gibt es einfach ein Casting oder, also wie kommt man da ran? Weil ich bin ja auch Schauspieler nebenbei. Nein,
Ja, ich hätte auch, ich kann nicht Schauspieler nicht. Ich hätte auch gar keine Lust da irgendwie. Und jetzt Kamera ab! Ja, Paletto, oh Mann, Alter, ich hab Dünnpfiff. Sorry, ich hab zu wenig Schlaf. Dinge, die bei uns zu Hause keinen Sinn machen. Dass wir zwei Spülmaschinen haben und beide immer voll sind. An sich zwei Spülmaschinen? Wenn du so eine große Familie hast, dann machen zwei Spülmaschinen, glaube ich, Sinn, oder? Weil du dann, das ist doch, meine Spülmaschine ist manchmal auch total schnell voll. Gut, weil ich aber auch manchmal Töpfe reinpacke. Diese Klobürste, mit der man nicht mal ganz unten ankommt. Dass wir so viele Kissen haben und sie jeden Abend alle runterschmeißen müssen und jeden Morgen wieder rauf. Aber schlafen tun wir nur auf denen. Wenn ja. Wenn ich den Müll rausnehmen will, fliegt der ganze Mülleimer auseinander. Also muss ich ihn circa dreimal die Woche zusammenbauen. Dass wir zwei Ankleidezimmer haben, aber immer noch zu viele Klamotten. Das Haus ist so groß, dass wir vier Router brauchen und haben in manchen Ecken immer noch keinen WLAN-Empfang. Dass hier seit zwei Monaten irgendwelche Säcke rumstehen und keiner weiß, was da drin ist oder wem die gehören. Das Garagentor funktioniert wieder nicht, obwohl ich es letzte Woche erst repariert hatte. Die Bewegungsmelder hatten immer Bewegung gemeldet, aber seitdem ich hier Kameras aufgestellt habe, plötzlich nicht mehr. Hier spawnen immer plötzlich irgendwelche Gegenstände, die ich noch nie zuvor gesehen habe, wie zum Beispiel das, das oder das hier. Dass meine Frau dreimal denselben Rasierer hat. Ach nee, doch nicht. Achtmal. Ja, aber ist das nicht auch dann so für unterschiedliche Regionen? Licht ist ziemlich schnell. In einer Sekunde kann Licht die komplette Erde umkreisen. Und zwar 7,5 Mal. Vom Mond bis zur Erde braucht Licht etwa 1,25 Sekunden. Und von der Erde bis zum Mars braucht Licht bestenfalls etwas mehr als 3 Minuten. Das heißt, würdest du jetzt gerade auf dem Mars sein und eine Nachricht zur Erde schicken, würdest du frühestens in 6 Minuten und 4 Sekunden eine Antwort haben. Von der Sonne bis zur Erde braucht Licht etwa 8 Minuten. Das heißt, würde die Sonne jetzt ausgehen, würden wir es erst 8 Minuten später bemerken. Ich habe eine Frage und vielleicht ist die jetzt ein bisschen peinlich, aber kann was schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen? Ist Lichtgeschwindigkeit das Krasseste, was es gibt? Oder kann so ein schwarzes Loch nochmal irgendwie was Geileres machen? Was ich absolut mindblowing finde. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie lange Licht braucht, bis es beim Pluto ist? Von der Sonne bis zum Pluto braucht Licht etwa 5 Stunden und 30 Minuten. Pluto ist so weit draußen, dass die Sonne viel kleiner ist als hier. Ein Tag auf dem Pluto ist etwa so hell wie eine Nacht auf der Erde bei Vollmond. Für mehr Mindblowing-Videos lass ein Herz hier und folge meinem Kanal. Hab ich schon. Minecraft, aber die Welt besteht aus Scaffolding. Und am Ende wird das Ganze doch extrem knapp. So, wenn ich jetzt einen Block hier abbaue, könnte das ganze Ding zusammen... Ich wollte gerade sagen, das stürzt doch Minecraft ab. Okay, aber wenn ich jetzt hier dieses Holz abbauen müsste, das an sich klar gehen, oder? Weil das oh nein! Ich hab... Minecraft, aber die Welt besteht aus Scaffolding. Und am Ende wird das Ganze doch extrem knapp. Ich hab kurz aus Versehen nach unten gedrückt. Wenn ich jetzt einen Block hier abbaue, könnte das ganze Ding hier zusammenbrechen. Okay, aber wenn ich jetzt hier dieses Holz abbauen müsste, das an sich klar gehen, oder? Weil das ist ja nicht connected. Und ja, easy, klar, das geht natürlich fit. So, Leute, mein einziges Ziel ist natürlich wieder ein Dia zu bekommen. So, zack, machen wir uns erstmal eine Holzpicke. Weil selbst wenn ein Villager hier so eine Tür öffnet, ist vorbei. Deswegen müssen wir da hinten mal gucken, ob da irgendwie ein Villager ist, der eine Tür öffnen könnte. Dann gehen oh, da ist ein Villager drin. Ist die Tür denn dann geht alles kaputt? Oh, oh. Wir müssen hier wirklich aufpassen, weil wenn er die Tür öffnet, ist hier vorbei. Zur Sicherheit, Leute, machen wir mal ganz kurz so. Können wir Chests öffnen, Leute? Okay, wir können Chests öffnen. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass es hier alles zusammenbricht. Und ich kenne mal ganz kurz den Golem. Ich glaube, ich baue mal hier kurz so eine kleine Treppe. Alright, Golem. Und zack, wegrennen, 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 wegrennen. Der bewegt sich ja gar nicht. Und ist er wegen den Scaffoldings etwas stuck oder was? Und 4 Eisen, sehr nice. Okay, aber kann sein, dass das Ganze hier überhaupt nicht reagiert mit den Scaffoldings? Was passiert, wenn ich jetzt die Tür öffne? Okay, Leute, komm, wir machen einen Deal. Ihr klickt auf den Abo-Button und dafür öffne ich diese Tür hier. Okay, ich warte mal ganz kurz, bis ihr alle gedrückt habt. Okay, Leute, und die Tür wird geöffnet und okay, es bricht alles zusammen. Oh mein Gott. Okay, Leute, der ganze Boden ist jetzt weg. Aber da vorne ist so ein Smithing-Haus. Ich baue mich aber ganz kurz hier lang und zack, Parkour-Proof. Einfach Bad Wars gehen können. Okay, jetzt müssen wir noch hoffen, dass hier ein Dia drin ist und ja, wir haben einen Dia. Let's go. GG. Ich bin 35 Minuten zu spät. Wir weichen Störung auf Kilometer 110. Mir doch egal. Ist mir egal. Absolut egal. Voll egal. Oh, da kommt noch eine Störung rein. Hamburg Hauptbahnhof. Ah. Sich, das macht dann nochmal 30 Minuten. Checkt uns mal auf TikTok aus. Wir haben nämlich wirklich alle so eine Comedy-Schulung machen müssen. Nicht nur unsere Lokführermenschen. Man hätte die Kohle auch ins Schienennetz investieren können. Aber hey. Das wäre zu einfach. Oh, Mist, das war jetzt ich. Ah, das war jetzt ich. Ich hätte nicht... Das passiert, wenn man singt. Junge, er macht so geilen Stuff. Entschuldigung, aber der Film ist ab 12. Ja und? Nun ja, der sieht nicht aus wie 12. Aber der hat doch schon Schnurrbart. Genau! Ja, aber der ist wohl... Ja, aber der darf doch mit Begleitung Erwachsener. Kaum echt. Ach Mann! Ja, okay, aber ich bin sein Vater und nach § 11 Absatz 2 Jugendschutzgesetz kann ich ihn auch schon in einen Film ab 12 mitnehmen. Denk dran, Johnny, du arbeitest hier schwarz und du willst keinen Stress. Na gut, dann ist das für mich in Ordnung. So, wir sind drin, Kleiner, jetzt gib die Kohle. Aber ich muss dir
dir doch gar nichts geben. Ich bin S7 und ich krieg gar kein Taschengeld. Scheiße, verdammt, ich muss weniger Videos machen. Sowas erinnert mich wirklich immer an die Story, wie mein Opa mir Battlefield gekauft hat. Boah, das war so cool. Ich dachte, ich krieg das Spiel nicht, weil es war ab 16 und ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt 12 war. Das war cool. Also Battlefield 1942. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben First Class mit einer der besten Airlines der Welt geflogen und Emirates. So viel habe ich bezahlt. Morgens wurde ich an meinem Hotel von einem persönlichen Fahrer abgeholt und zum Terminal gefahren. Sobald man heftig. Mit Emirates Business Class fliegt, ist das Shuttle immer inklusive. Dann ging es zunächst in die Emirates Business und First Class Lounge in Frankfurt am Flughafen. Dort gab es Frühstück und dann ging es auch schon los zum Boarding. In einer Boeing 777 ging es für mich nach Dubai und ich war an dem Tag tatsächlich der... Bin ich die mal geflogen? Nee, wir sind eine Boeing 747-8, also beim Flugsimulator. Ja, das sieht schon heftig aus. Einzige First-Class-Passagier. Somit hatte ich mit Simon mein eigenes... Hä, ich dachte, er fliegt Business. Ach so, First-Class. Jetzt check ich das. ...einen Flugbegleiter und der hat sich wirklich rührend um mich gekümmert. Die First-Class bietet 8 verschiedene kleine Zimmer mit Bett. Es gibt eine umfangreiche Wein- und Champagnerkarte, ein tolles Essensmenü mit mehreren Gängen und einer Snackkarte. Als First-Class-Reisender kann man den ganzen Flug über bestellen, was man will. Fun Fact, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Kaviar gegessen. Wenn man müde wird, bauen die Flugbegleiter den Sitz in ein Bett mit Matratze um. Wirklich sehr bequem. Außerdem gab es ein Amenity-Kit im Wert von ca. 150 Euro geschenkt und ein Pyjama. Die 6 Stunden Flugzeit ging super schnell um und ich bin besoffen und geflasht in Dubai angekommen. Krass. Also ich bin ja früher das eine oder andere Mal durch meinen Vater Business Class geflogen. Und da muss man aber, also First ist glaube ich nochmal ein anderes Level. Zumal glaube ich die Business Class von Emirates auch schon krasser ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Lufthansa ihre Business Class jetzt auch geupgradet hat. Weil vorher füßelte man immer so ein bisschen mit seinem Sitznachbarn. Ja. Insgesamt habe ich für den Hinflug 3.000 Euro bezahlt. Findet ihr, es hat sich gelohnt? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Weil ich muss sagen, ich finde Business Class auch geil. Süßes oder Saures? Als was bist du denn verkleidet? Na, als Xbox-Konsole. Das Gruseligste, was es gibt. Warte, PC-Paul, bist du das? Ja. Ich hoffe, du hast ordentlich gesammelt. Aber mit dem Game Pass ist doch geil, oder nicht? Ja, einige Cherry-Switches, Keycaps und... Keine Ahnung, was das für Süßigkeiten sind, aber her damit, Loser. Hä? Da sind ja nur so Tastaturknöpfe drin. Ich habe auch eine Cherry-Tastatur. Die ist super. Dieser Casual hätte sich ein besseres Passwort für sein Smart Home überlegen sollen. War Five Nights at Freddy's, ne? Habt ihr auch gesagt, soll ich spielen, nachdem ich bei Alan Wake schon mir fast in die Hose gemacht habe. Hier, Junge. Was würde passieren, wenn wir den kompletten Müll der Menschheit in der Sonne entsorgen würden? Die effizienteste und größte Rakete der Menschheit ist aktuell das Starship von SpaceX. Das hat eine Ladekapazität von 150 Tonnen und es kostet ungefähr 5 Millionen Dollar, nur um die Rakete in den Orbit zu bringen. In Deutschland produzieren wir aktuell 400 Millionen Tonnen Müll pro Jahr, was bedeutet, dass wir 2,6 Millionen Starships bräuchten, die Start in den Orbit uns schlappe 12 Billionen US-Dollar kosten würde. Aber um jetzt zu fliegen, bräuchten wir nochmal richtig viel Treibstoff. Denn jedes Raumschiff, was den Erdorbit verlässt, wird erstmal mit 30 Kilometern pro Sekunde seitwärts in eine Umlaufbahn um die Sonne herumgeschleudert. Witzigerweise wäre es sogar effizienter, den Müll einfach raus aus unserem Sonnensystem zu schleudern, als ihn direkt in die Sonne zu schießen. Aber angenommen, wir würden es schaffen, dann würde unser Müll etwa 10 Millionen Kilometer, bevor die Sonne erreicht, komplett verglühen. Denn dort, in der sogenannten Corona der Sonne, herrschen Temperaturen von bis zu 1 Million Grad Celsius. Aber leider ist diese Idee komplett ineffizient. Folgt mir jetzt für mehr. Schade. Da schmeißen wir es halt einfach ins Meer. Heute prank ich meinen Bruder mit dieser Nebelmaschine. Let's go. Zuerst einmal den Feuermelder abgehängt und die Batterie entfernt, damit später nicht der Alarm losgeht. Dann die Nebelmaschine angeschlossen, mit Nebelflüssigkeit befüllt und angemacht. Ist es eigentlich giftig oder so? So eine Nebelmaschine? Ich muss nur noch warten, bis die Nebelmaschine aufgewärmt ist. Ich wartete also meine Zeit ab, während Aaron im Haus immer näher und näher kam. Die Nebelmaschine ist aufgewärmt und ich würde sagen, let's go. Wow. Und damit sprühe ich jetzt noch ein bisschen mehr, bis der ganze Raum voll ist. Werde mir diese Maske anziehen und Aaron sich hoffentlich erschrecken. Ich sehe gerade noch so das Kameradisplay. Alter, wo ist die Kamera? Scheiße, wo ist die Kamera hin? Wirklich für diese Aktion liked schon mal dieses Video. Digga, das ist einfach ein Prank an mich selber. Ich kann nicht mehr durch dieses Zimmer gehen und irgendwas sehen. Er kommt jetzt jeden Moment. Alles gut? Digga, echt super. Digga, wie kannst du ja? Hast du da so eine Maske an? Seid ihr dumm? Seid ihr dumm? Da braucht man es jetzt, bis das weg ist. Der Nebel kommt gerade aus Aarons Zimmer raus. Ach stimmt, er wohnt im Keller oder so, ne? Wenn die Scheibe von einem Auto kaputt schießt, ist das Auto auf einmal aufgeschlossen und wir prüfen das auf jeden Fall. Wir schießen einmal kurz die Scheibe kaputt und das Auto ist aufgeschlossen. Der Lokführer soll Angst bekommen, wenn man rumschießt und wir testen das einmal aus, wenn wir rumschießen, aber der Typ reagiert gar nicht. Und auch bei einer Shotgun macht er nichts. Okay, die Mythe stimmt nicht. Er reagiert nicht. Anscheinend soll es möglich
möglich sein, in GTA 5 diese gelben Hydranten kaputt zu schießen, damit Wasser rauskommt. 100 Pro. Wir probieren das mal mit einer Pistole. Wir schießen die einfach mal gegen, aber da Raketenwerfer. Aktuell gar nichts. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einem Sturmgewehr, aber auch hier, nö, passiert nichts. Und jetzt versuchen wir das Ganze einmal mit einer damit Haftbombe, Freunde. Und jetzt muss das Ding doch eigentlich kaputt gehen und... Ja, es geht kaputt und es kommt Wasser raus. Es soll wohl möglich sein, seinen eigenen Fallschirm kaputt zu schießen und man stürzt dann ab. Wir probieren das einmal aus, wir schießen drauf und... Nee. Ach krass, okay, das hätte ich, weil das kann man doch bei anderen Leuten machen. Ich weiß, dass GLP definitiv mal meinen Schirm kaputt geschossen hat. Der miese Mann. Streamer und YouTuber, die sich noch als ob, wie creepy. Nicht gezeigt haben. German Let's Play ist der YouTuber, der den meisten in den Kopf kommt. Der Typ hat seinen Gaming-Channel einfach vor 13 Jahren erstellt und als wäre das nicht genug, hat er vor 15 Jahren auch einen Channel, in dem er Piano-Videos hochgeladen hat. Und ihr wollt mir jetzt ernsthaft erzählen, dass dieser Dude sich einfach fucking 15 Jahre nicht gezeigt hat? Alles klar, Respekt. Weiter geht's natürlich mit Basti. The Boy erstellte einen Channel im Sommer 2012 mit einem Kumpel und fing im Januar 2016 an mit seinen Daily Streams. Wisst ihr, was das Allerkrasseste ist aber? Er ist einfach seit über 6 Jahren jeden Tag am Streamen. Das ist schon... Boy, take a break, please. Und das ist echt völlig verrückt, also was das angeht. Geisteskrank. Es haben wir den guten alten Stegi. Simp. Auch von ihm gab es noch kein Gesicht zu sehen. Bis auf in dieser einen Podcast-Folge, in der ja da hier verpixelt wurde, da wurde genau ein Frame ausgelassen. What? Ernsthaft? Da sieht man sein Gesicht tatsächlich. What the fuck? Ich habe Stegi einmal gesehen. Da war, glaube ich, damals im UFO. Ja, mit Smurf zusammen. Da habe ich ihn gesehen. Wenn ihr jetzt nur ein Gesicht von diesen drei YouTubern sehen dürftet, welches würdet ihr nehmen? Keins, Alter. So, Leute, das war's für heute mit den Gesichtern und mein Kopfhörer ist immer noch kaputt. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder.